Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit einer weiteren Folge von Bellride. Ja, aber bevor wir mit Bellride starten, habe ich eine kleine Ankündigung zu machen, beziehungsweise eine kleine Info für euch und für all die Füchse, die aufgepasst haben und meinen Hintergrund beobachtet haben. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass hier etwas steht. Und ja, ich habe tatsächlich jetzt auch meinen eigenen Merch. Wenn ihr also Lust habt, mich zu unterstützen, dann schaut mal in die Infobeschreibung, da findet ihr den Link zur Merch-Seite. Und alles ist natürlich auch verbunden mit einem kleinen Gewinnspiel. Und zwar gibt es einmal zu gewinnen diese richtig coole Let's Go Cappy und einmal diese Tasse, wo Looney Tunes Community draufsteht. Für alle die, die es nicht wissen, Looney Tunes nennt sich meine Community, deswegen ja auch das Schild hier hinten. Und außerdem gibt es auch noch einen Rabattcode zu gewinnen. Wenn ihr also mitmachen möchtet, dann kommt auf meinen Discord oder folgt mir auf Instagram und kommentiert dort unter den entsprechenden Posts. Genau, das Ganze geht bis 11. August, dann wird der Gewinner per Zufallsrad ausgelost. Ja, und wer gewonnen hat und gerne möchte, dem signiere ich natürlich auch noch seinen Gewinn. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Wie gesagt, alle Infos zum Gewinnspiel und zum Merch findet ihr in der Infobeschreibung. Wir starten ins Spiel. Let's go! Ja, Leute, wir sind wieder zurück hier in meiner kleinen Siedlung. Und bevor ich irgendwas anderes mache, möchte ich euch gerne ein paar Sachen fragen. Und zwar Frage Nummer 1. Dieses Feld hier. Habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen Weizen anbauen? Und wie ihr seht, habe ich auch genug Lagerbestand davon, beziehungsweise ich habe auch diese Körner. Es ist auch auf 1 gestellt, aber irgendwie geht hier keiner dran. Und zwar ist es auch genau dasselbe hier bei dem Bauernhof. Da habe ich auch Weizen eingestellt, aber irgendwie wird Flachs angebaut. Zumindest arbeitet jemand dort, was bei dem Lager hier nicht ist. Ich habe aber tatsächlich genug Leute, die Landwirtschaft betreiben. Also weiß ich nicht, wo da der Fehler liegt. Der zweite Punkt, den ich fragen möchte, ist hier die Werkstatt. Die wird einfach nicht weitergebaut und auch hier habe ich eigentlich genug Arbeiter, die es bauen könnten. Ich habe auch genug von diesen Hämmern und so weiter. Also da braucht ihr euch nichts denken. So, und jetzt guckt mal, wie viele Leute ich mit dem Bauen beauftragt habe. Also keine Ahnung, warum das hier nicht fertiggestellt wird. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und die letzte Frage, die ich an euch habe, ist folgende. Dafür gehen wir jetzt ganz kurz mal rüber zum kleinen Forschungstisch. Und zwar habe ich das nordische Schwert in Auftrag gegeben und brauche dafür 3 Leder. Und hier steht ja, wird aus Tierfell in Gerbereien hergestellt. So, ich habe ja eine Gerberhütte und ich dachte eigentlich, ich hätte sowas auch schon mal hergestellt. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, wenn ich natürlich hier zur Gerberhütte gehe, dann sehe ich das nirgends. Also woran liegt das und wo kann ich es tatsächlich herstellen? So, das waren jetzt Fragen über Fragen an euch. Wir legen jetzt los. Im letzten Part waren wir ja in Crashmere. Da habe ich ja auch die eine Quest angenommen. Wo ist denn das jetzt? Da unten. Die eine Quest angenommen, dass ich ihm 3 Bastardschwerte bringen muss. Das habe ich jetzt schon gemacht und leider haben wir keine weitere Quest dazu bekommen, was sehr, sehr schade ist. Dann hatten wir noch die Quest in Hornden, wo er die Ausrüstung gebraucht hat. Die habe ich ihm auch schon gebracht und auch dort gibt es keine weitere Quest. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein paar übrig. Und zwar müssen wir das noch machen mit dem Banditenlager und die experimentelle Behandlung. Aber da war ja eine Waffe dabei, wo ich Weißblech gebraucht habe. Und solange die Werkstatt nicht fertig ist, kann ich auch kein Weißblech herstellen. Genau, und ihr seht richtig, die Zeit ist gekommen. Schwarzrückenpool, es wurde zurückerobert. Ich habe mir da mal gedacht, ich würde gerne testen, wie das ist. Ob es so ist wie in Horndin, dass sie sich jetzt selber wehren können oder ob sie es nicht können. Ich habe dann da auch noch ein paar Dorfhäuser hingebaut und so. Aber tatsächlich konnten sie sich nicht selber wehren und deswegen wurde es wieder eingenommen. Ich rüste mich jetzt kurz schon mal aus mit ein paar Sachen. Und ich frage mich tatsächlich, wo sind denn die Bronzepfeile? Das hat doch vorher jemand Bronzepfeile gemacht. Wo sind die denn schon wieder? Das gibt's doch einfach nicht, dass die immer verschwinden. Das ist wirklich sowas von Pain. Genau, und jetzt sind wieder nicht genügend Ressourcen da. Das gibt's doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Lagerung.
Ja, anscheinend haben sie keine Bronzepfeile gemacht, weil sonst würden sie ja wohl hier dabei stehen. Ganz großes Kino, Leute, wirklich. Das heißt, ich kann mich wieder mit den einfachen Pfeilen rumschlagen. Aber das kriegen wir schon hin. Dann nehme ich jetzt nochmal eine Ladung mit. Und dann hoffe ich, dass da gute Gegebenheiten sind. Und dass die auch besseres Essen droppen, weil aktuell habe ich auch von denen leider nichts mehr zu Hause. Und dann müssen wir den Quest natürlich anpingen. Leute haben gesehen, wie Banditen einen Dorfbewohner gefangen genommen haben. Da hinten also. Oh, Feinde in der Nähe, Reisen nicht möglich. Ja, bist du deppert. Gut, mir wurscht, dann gehen wir halt dahin und laufen einfach hoch. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Banditenlager, was hier war, ist weg. Jetzt steht nur noch hier dieser Käfig. Naja, okay. Alter, sind hier viele Wölfe. Könnt ihr das sehen? Deswegen ist wahrscheinlich das Reisen auch nicht möglich. Ja gut, wir springen mal wieder in den Tod. Aber in Bellride ist das ja wurscht und ich habe einen Wolf am Arsch. Wir flitzen also ganz schnell mal davon und lassen uns mal wieder in den Purpose beißen. War ja klar. Ich will jetzt aber meine Pfeile eigentlich nicht an den Wölfen wasten. So, wir müssen uns jetzt irgendwie einen Weg da hochbahnen, ohne dass da ständig irgendwelche Banditen sind. Und das hier ist natürlich überhaupt kein chilliger Platz zum Kämpfen. Zumindest jetzt nicht von der Seite. Jetzt lasst uns mal kurz gucken. Also da ist das Lager. So, und wo? Ja, genau, bist du deppert. Die Frage ist, kommen sie darauf? Aber ich gehe davon aus. Also wir probieren es jetzt einfach mal und entweder es geht schief oder nicht. Es ärgert mich, dass ich nur die einfachen Pfeile habe, Leute. Oha, ist doch nicht dein Ernst. Das war One-Shot. Seid ihr irgendwie doof? Ja gut, lohnt sich jetzt wieder überhaupt nicht zurückzugehen, weil es ist schon wieder 19 Uhr und es wird gleich dunkel. Das heißt, wir warten jetzt einfach auf den nächsten Morgen. So, auf geht's. Ich will jetzt, dass er mir zweimal Bronzepfeile herstellt. Mach das jetzt. Wieso? Er sagt, er hat nicht genug Holz, Junge. Es ist genug Holz drin. Yay, Leute, ich habe es geschafft, einmal Bronzepfeile einzukassieren und sie macht sogar noch ein zweites Ding. Jetzt haben sie es endlich geschissen gekriegt. Versteht es immer nicht, warum sie das immer so blöd machen. Endlich haben wir zweimal Bronzepfeile abgestaubt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mein Päckchen noch da rumliegt. Ich brauche auf jeden Fall Verbände. Und das ganze kaputte Zeug kann da mal weg. Genau, wir haben also Bronzepfeile und noch einfache Pfeile. Ich hoffe, das reicht. So, und jetzt gehen wir nochmal hin. Und dann werde ich denen sowas von die Schuhe ausziehen. Ah ja, schaut auf jeden Fall so aus, als würde mein Stuff da noch rumflacken. Und die natürlich auch, die Pisser. Okay. Ich war halt auch so blöd und habe natürlich wieder nicht auf die Bogenschützen geachtet. Das muss ich jetzt auf jeden Fall machen. Weil das macht ja keinen Sinn. So, wieso sehe ich denn niemanden? Ah, da. Okay. Los geht's. Da ist ein Bogenschütze. Oh, da sind mehrere Bogenschützen. Ja. Oh, das hat gesessen. Komm, wir laufen mal kurz weg. Weg? Jawohl. Hey, die Bogenschützen sind wieder am Start. Und die hauen wieder ab. Nope. Bleibt doch da. Shitty. Egal, den Thomas hat's erwischt. Und die anderen werden jetzt auch dran glauben. Lass mich doch jetzt hier nicht verkackeiern. Jawohl. Juhu.
Schnell. Scheiße, den habe ich nicht erwischt. Jetzt hat, aber das war nicht viel. Na. Miep, miep, miep. Vielleicht folgen sie mir bis zu den Steinen, denn dort bin ich in Sicherheit. Wenn ich mich da hinstelle, müsste das wieder klappen, denke ich. Ah, nein. Ihr haut nicht ab, bitte. Mann. Egal, so kommt man auch voran. Ha, ich habe einen getroffen. Lauft mir nicht davon, meine kleinen Bürschchen. Oh, keine Ausdauer mehr. Belastend. Ja, servus Christi. Ich habe dich eingeladen zu meiner Party. Oh, tut mir leid, dass du nicht kommen konntest. Aua, sagst du aua. Ups, ich bin nicht treffsicher gerade. Ach, Mist. Immer diese Ausdauerschütte. Aua, hörst du auf? Jetzt aber... Dass die sich auch immer bewegen müssen. Ich check's nicht. Jetzt. Tschüss. Ist doch nicht sein Ernst. So ein Pisser schon wieder. Ich fass es nicht. Was machst du da gerade? Bronzepfeile. Aber ich glaube, wir haben noch genug. Die sollten eigentlich reichen. So, dann essen wir mal eine Bärenmarmelade und ein Stückele Fleisch. Und dann habe ich aber noch was in meinem Inventar, was, glaube ich, besser ist. So, jetzt wieder schnell zurück und hoffentlich kann ich reisen. Juhu, es geht. Also dann ab in die Richtung, wo er gerade wieder zurück zum Lager düst. Nisch mit mir, Leute, nisch mit mir. Oh, und wir haben wieder Bronzepfeile fertig. Ist ja interessant. Was macht denn er da? Er chillt sich einfach in die Wiese. Hallo. Jetzt aber schnell. Oh, ich kann einfach durch ihn durchlaufen. Ist ja interessant. So, hier ist mein Stuff. Dann essen wir das Kartoffelpüree. Dann verbinden wir uns natürlich kurz. Kurz. So, dann schießen wir rauf und sagen, kommt her, ich bin wieder da. Loni ist wieder am Start. Bitte erscheinen Sie zahlreich. Bisten. So, du Kackarsch. Damit hast du nicht gerechnet, gell? Kommt jetzt noch wer oder sind sie oben? Sie sind oben und wir haben wieder zwei heilende Salben. Die muss ich auch noch herstellen. Mann, ich vergesse das jedes Mal. Haben wir denn Platz, um das hier einzukassieren? Ich nehme auf jeden Fall das mal mit. Ja, komm, kann ja nicht schaden. Na, gehst du da rauf oder nicht? Oh, und wir haben Brot hergestellt. Sorry, Leute, bin konzentriert. Diesen blöden Bogenschützen. Wann fällt er denn eigentlich endlich mal um? Jetzt. So, ist keiner mehr da? Ist keiner mehr da? Nein, tatsächlich nicht. Sehr geil.
Dann werden wir zuallererst jetzt die Fahne klar. Das schon wieder, bereits geplündert. Ich habe dieses Lager noch nicht betreten. Okay, er steht halt nicht im Käfig, sondern außerhalb. Hi. Bitteschön, ich habe dich gern gerettet. Aha, und jetzt haben wir natürlich auch wieder neue Quests, aber zuerst möchte ich ja hier alles wegplündern. Aber wo ist denn der Kisten? Da ist Orni. Und hier. Ach Quatsch. Sollte man schon nehmen. Da ist hier noch eine Kiste. Und ich glaube, das war's an Kisten. Haben wir jetzt nur noch hier die Beutelchen zu plündern. So, wo ist der andere? Ich sehe keinen Beutel. Die sind immer so klein, ey. Ah, was ich aber sehe, ist das hier. Und das werden wir jetzt mampfen. Ist hier noch irgendwo eine? Ach, hier, oder? Nee. Hä? Hä? Da ist er. Und dann dort noch irgendwo. Hier steckt noch ein Pfeil. Wieso ist das immer so schwer zu sehen? Oha, der hat ja mal übelst viel geiles Zeug. Dann müssen einmal einfache Pfeile weg, denn das Essen will ich alles haben. Nee, und den Pilz will ich nicht. Oh, nochmal einfache Pfeile weg. Den will ich nicht, habe ich gesagt. So, sehr schön. Ist das Lager hier also auch ausgelöscht? Und was haben wir denn jetzt für Quests bekommen? Siegelhinweis, Schwanzrückenpool. Ich muss wieder mit Emily Feltois sprechen. Und mit Clara Winterburn. Folgen wir mal das mit der Clara. Und schauen, wo die sich befindet. In Crash Me, okay. Alles klaro. Dann geben wir jetzt bei ihr die Quest noch ab, würde ich sagen. Und vielleicht bekommen wir ja dann auch eine Folgequest. Ich bin gespannt, Leute. Da hinten rennt die gute Dame. Nicht so schnell, Madame. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bin nicht interessiert. Und ich bin nicht lesbisch. So, und ich habe wieder etwas, was ich abgegeben habe. Hä? Verfügbare Quest? Ich dachte nicht, dass ich eine... Hä? Ach so, ja, warte mal. Okay, jetzt habe ich die Quest von ihr angenommen. Ein Auge offen halten. Ah, die braucht zweimal Hüte und zweimal einen lederverstärkten, geflickten Gambeson. Und hier müssen wir den nächsten Gefangenen befreien. Ja gut, Leute, aber dann würde ich sagen, dass wir das im nächsten Part auf jeden Fall machen. Denn für heute beende ich den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich bin gespannt, was das Enshrouded-Update morgen bringt. Also schaut auf jeden Fall rein. Morgen ist zwar eigentlich, also Montag ist schon Tag, aber morgen kommt dann das Enshrouded-Video. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann. Wahrscheinlich erst spät am Abend, weil ich ja keinen Vorabzugriff habe. Aber es wird auf jeden Fall eins kommen. Also, checkt mein Merch aus und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!